Jo Leute, herzlich willkommen bei einem kleinen Informationsvideo. Und zwar habe ich meine PC-Hardware bestellt jetzt. Das heißt Mainboard, CPU, Wasserkühler, Gehäuse sowie. Was fehlt denn noch? Ach ja, Netzteil. Fünf Teile, ich hoffe, es waren fünf. Ja. Mainboard, CPU, Wasserkühler, Gehäuse und Netzteil, genau. Die fünf Teile haben wir jetzt bestellt. Das wird alles so in der nächsten Woche eintrudeln, also in der letzten Woche vor den Sommerferien. Allerdings beim Gehäuse, das hatte kein Shop irgendwie auf Lager. Das war total komisch irgendwie. Das kommt dann in der ersten Woche in den Sommerferien. Ich habe keine Ahnung, warum es so lange dauert. Die ganze Bestellung bei denen, das stand einfach da. Auf jeden Fall. In der ersten Woche von den Sommerferien wird es wahrscheinlich eintreffen, das Gehäuse. Der Rest alles vorher. Und die Grafikkarte, die werde ich mir auch noch holen. Allerdings noch nicht jetzt, da mir dazu noch das Geld fehlt. Wenn ich das ganze Zeug jetzt gekauft habe, dann muss ich ungefähr noch, ja, so 120 Euro. Ja, 170 Euro müsste ich dann noch ansammeln. Das werde ich dann durch das Geld des PCs bekommen, den ich dann verkaufe. Ja, und dann kann ich auch noch die Grafikkarte kaufen, damit wir GTA 5 auch in den höchsten Einstellungen spielen können. Und eventuell auch 3D-Animationen machen können, mit meinem Programm hier mit Blender. Und 2 Minuten geht das Video. Nee, und ja, muss ich mich aber nochmal informieren, weil es nicht so leicht mit dem Programm umzugehen. Wie man Intros erstellt, weiß ich so einigermaßen. Und auch Logos sieht man ja auch jetzt bei meinem neuen YouTube-Logo. Das habe ich auch mit diesem Programm gemacht. Ja, und ansonsten, ja, ich habe auch schon ein neues Intro gemacht, allerdings ruckelt das. Also es ist echt ein geiles Intro, so wenn man es jetzt sagt. Geil gemacht. Allerdings, keine Ahnung, ich habe es in 60 FPS gerendert und trotzdem ruckelt es. Ich habe keinen Plan, woran das liegen könnte. Ja. Auf jeden Fall. In der dritten und vierten Sommerferienwoche, da fahren wir weg in Urlaub zu meinem Opa. Da werde ich auch wieder ein paar Vlogs aufnehmen. Und dann in der fünften Sommerferienwoche wird das Let's Eat kommen, das ich angekündigt hatte, mit türkischen Essen. Allerdings nicht Anfang der Woche, sondern Mittwoch kommt mein Freund erst wieder. Dann so erst gegen Ende der Woche wird es kommen. Ja, ich muss ja auch erstmal aufnehmen. Also dann Donnerstag oder Freitag werde ich es dann aufnehmen mit meinem Freund. Und dann mal gucken, wann ich schneide, wann ich es hochlade. Wahrscheinlich dann auch so Ende gegen fünfte Woche, Anfang sechste Woche. Ja, und dann wird ja wahrscheinlich noch ein Let's Eat kommen über italienisches Essen. Da bringt auch eine Schülerin aus der Klasse was mit aus Italien. Ja, ach ja, und dann kommt ja auch noch die Gamescom in der zweiten Sommerferienwoche. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Da werde ich auch nochmal ein paar Vlogs aufnehmen. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich war ja noch nie da. Muss ich mal gucken, wo ich das mache. Werde ich wahrscheinlich so machen, wie ich Lust habe. Wie immer, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem Let's Play wieder. Und dann bedanke ich mich für meine fast 90 Abonnenten, die ich jetzt fast habe. Ab 100 Abonnenten werde ich wieder ein Special machen. Ich werde aber nicht verraten, was ich als Special mache. Und zwar war mein Bruder gerade drin, deswegen habe ich immer so hier gemacht. So, 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 so. Geh nach draußen. Ja, nach draußen. Genau so habe ich immer gemacht. Und ja, dann bedanke ich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von irgendeinem Let's Play. GTA 5, Thief, was auch immer. Ja, Thief habe ich schon aufgenommen, allerdings auch nicht gerendert, weil ich noch keinen Bock dazu hatte. Und dann lassen wir uns jetzt mal langsam die Gamescom auf uns zukommen. Ich
Bin wirklich gespannt, wie es da alles abgeht. Soll sehr, sehr voll sein. Ach ja, und nächstes Jahr ist sie ja nicht mehr in Köln. Nächstes Jahr ist sie dann in, wo war es? In Leipzig. In Leipzig ist sie nächstes Jahr dann. Finde ich auch sinnlos. In meiner App steht, dass die Gamescom das Gebiet jetzt um 12.000 Quadratmeter erweitern will. Und nächstes Jahr ist sie dann in Leipzig. What the fuck? Hat einen anderen Namen, ist aber noch genau das gleiche. Ja. Muss ich mal gucken, ob ich nächstes Jahr auch dahin fahre, weil ich weiß gar nicht, Leipzig ist ein bisschen weiter weg als Köln, weiß ich gar nicht. So genau jetzt. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt erstmal auf die Gamescom dieses Jahr und dann vielleicht werden wir ja auch YouTuber treffen. YouTuber wie Kronk, Sarazar oder sowas. Werden wir ja sehen, kann man nie wissen, ne? Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen, für meine 89 Abonnenten und wir sehen uns. Bald wieder. Ciao, ciao. Scheiße, wie beende ich das jetzt? Hab die Kamera an der Hand und hab keinen Plan, wie ich es beenden soll. So, danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge von irgendwas. Lasst euch überraschen. Ciao, ciao.